Hallo, in diesem Video möchten wir euch den VR7000 Powerbot Saugroboter von Samsung etwas genauer vorstellen. Das Gerät ist nicht mehr top aktuell, aber gibt es momentan für einen guten Preis im Handel. Und wir haben hier die Star Wars Edition, genauer die Darth Vader Edition, die ziemlich cool aussieht und auch noch mit den passenden Soundeffekten kommt, wie ihr gerade gehört habt. Diese Soundeffekte kann man allerdings auch deaktivieren oder ändern. Genau, also man hat die Wahl zwischen den Star Wars Tönen, gar keine Töne oder Pieptönen, normale Töne von Samsung. Als nächstes ein kleiner Blick auf das Display. Hier erkennt man zum Beispiel, wie voll die Batterie ist. Man sieht, dass es auflädt jetzt gerade. Man sieht, welche Saugleistung eingestellt ist und ob ein Timer gesetzt ist. Kommen wir als nächstes zur Navigation. Grundsätzlich findet der VR7000 seinen Weg gut durch die Gegend. Wir haben ihn in drei verschiedenen Zimmern getestet. In der Regel fährt er alles sauber ab und kümmert sich auch um alles. Manchmal allerdings fährt er nicht komplett um den Tischbein herum. Das heißt, er macht irgendwie drei Viertel von dem Tischbein, fährt aber nicht nochmal auf die andere Seite. Also gelegentlich muss man da nochmal nachgehen. Aber grundsätzlich hat er sich sehr gut geschlagen. Er hat nichts umgeworfen jemals, er ist nirgendwo hängen geblieben. Das Einzige, was ihr jetzt hier seht, was hier passiert ist, das ist eine etwas tricky Situation. Vorne hat er den Kratzbaum und versucht sich dann aus dieser Situation zu befreien und fährt mit dem Hintern immer gegen die Möbelkante. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, warum das der Fall ist. Und zwar liegt es an den Sensoren. Diese sind natürlich nur nach vorne gerichtet. Hier seht ihr das Bild von Samsung, was der Staubsaugerroboter quasi sieht. Und wenn hinter ihm irgendwas ist und er aus einer Situation versucht rauszumanövrieren, dann kann es schon mal vorkommen, dass er sich so ein bisschen merkwürdig bewegt. Die Lösung des Problems war hier in dem Fall ganz einfach, den Kratzbaum ein Stück weiter nach rechts schieben, damit er es gar nicht sich verfangen kann. Dann auch ganz gut, wir haben hier einen offenen Treppenabsatz. Der Staubsauger stoppt rechtzeitig, um eben nicht darunter zu fallen und kaputt zu gehen. Dann, was vielen Staubsaugerrobotern Probleme bereitet, sind tatsächlich diese Schwingstühle. Wir haben schon mehrere Geräte getestet und diese Schwingstühle waren immer tatsächlich der absolute GAU. Bei dem VR7000 muss man zumindest sagen, dass er nicht drauf fährt und dann nicht mehr rauskommt. Fährt er allerdings von innen in die Schwingstühle rein, kommt er nicht mehr von alleine raus. Also entweder muss man die Schwingstühle wegräumen oder aber man stellt sie so nah zusammen, dass er nicht innen reinfahren kann. Was natürlich auch noch zum Thema Manövrierfähigkeit gehört, ist, wie gut kommt er über Schwellen. Ich habe hier in meiner Altbauwohnung relativ hohe Schwellen und über die ist er immer problemlos rübergefahren. Die Räder fahren dann einfach so ein Stück aus, er fährt rüber und es hat immer problemlos geklappt. Dann kommen wir als nächstes zur Reinigungsleistung. Da hat uns der VR7000 auch absolut überzeugen können. Auf Fliesen und auf Teppichböden hat er jeweils immer sehr gut gesaugt. Fährt er auf Teppichböden, erhöht er auch automatisch die Leistung. Das ist also echt ganz clever. Ansonsten hat uns auch noch sehr gut gefallen das sogenannte Edge Clean Master von Samsung. Hier seht ihr, er fährt an die Kante raus. Vorne wird eine kleine rote Nase, nenne ich es jetzt einfach mal, ausgefahren. Er fährt ein Stück zurück, zieht den Dreck von der Kante weg und saugt ihn dann ein. Das könnt ihr jetzt gleich nochmal sehen, ein Stückchen weiter hinten. Genau, diese Nase, Kante, wie auch immer man es nennen will, fährt aus. Er zieht den Dreck zurück, saugt ihn dabei natürlich mit ein in der Drehbewegung und schon ist die Kante schön sauber. Wo wir beim Thema sauber sind, kommen wir zum Entleeren. Das ist relativ einfach. Man drückt oben auf eine Taste, der ganze Staubbehälter kommt raus. Dann drückt man nochmal an der Seite zwei kleine Knöpfe, dann geht das auf. In der Regel kommt der ganze Dreck dann auch als ein Staubballen heraus. Allerdings hat meine Frau lange Haare und diese langen Haare führen manchmal dazu, dass diese Cyclone Force, die diesen Klumpen machen soll, sich so ein bisschen verfängt innen drin und dann muss man einmal mit der Hand nachgehen. Aber grundsätzlich ist es wirklich sehr einfach zu reinigen. Auf dem gleichen Weg kommt man auch an den Filter ran, Taste drücken, rausholen und dann seht ihr, da ist jetzt gleich der Filter. Dieser lässt sich auswaschen. Samsung empfiehlt ihn einfach mit normalem Leitungswasser zu putzen bzw. durchzuspülen und dann gut trocknen zu lassen, bevor man ihn wieder einsetzt. Als nächstes geht es an die Reinigung der Bürste vorne. Eigentlich verspricht Samsung, dass da ein System integriert ist, das verhindern soll, dass es umwickelte Haare gibt. Wie ihr seht, es funktioniert nicht zu 100%, da sind umwickelte Haare. Allerdings ist das jetzt hier, was ihr seht, auch wirklich der, was da dran ist nach 2 Wochen Einsatz. Wie gesagt, Frau mit langen Haaren, Langhaarkatzen, 2 Stück. Das ist also vielleicht einfach ein bisschen zu viel für das System, aber das ist auch relativ schnell gereinigt. Das haben wir, wie gesagt, jetzt einfach eingeführt, dass wir das alle 2 Wochen einmal machen und dann ist das Thema auch schnell wieder vom Tisch. Genau, ja, einfach einmal aussaugen auch, damit alles richtig schön sauber wieder ist. Und das geht auch wirklich super leicht von der Hand. Man muss da nur 2 so Clips lösen, um diese Abdeckung rauszubekommen. Und ihr seht, ich habe jetzt nicht viel Zeit investiert und das gute Stück ist schon wieder wie neu.
Kommen wir jetzt zum Fazit zum VR 7000. Grundsätzlich hat uns der Staubsauger überzeugen können. Das Star Wars Design ist für Fans von Star Wars natürlich ein absolutes Plus. Also ich fand das wirklich super. Ich mag Star Wars und Darth Vader bei mir durch die Bude zu fahren zu haben, zum Saubermachen, ist natürlich schon ganz cool. Die Star Wars Sounds sind mir auch bis heute nicht auf die Nerven gegangen. Wie gesagt, man könnte sie abschalten, falls man nicht möchte, dass jedes Mal der Imperial March startet, wenn man die Reinigung startet oder die Reinigung beendet ist. Was auch ganz witzig ist, wenn er zurück zur Ladestation fährt, um zu laden, dann macht er dieses typische Darth Vader Atemgeräusch, wenn er voll geladen ist, dann weiß man, jetzt kann man also den Guten wieder auf die Reise schicken, falls man das manuell macht. Ansonsten, wie gesagt, die Reinigungsleistung war tipptopp, die Erkennung von Hindernissen war auch in der Regel sehr gut. Wie gesagt, manchmal hat er nicht jede Stelle gereinigt, beim nächsten Mal fahren hat er sie dann aber wieder gereinigt, aber wie gesagt, da ist kein Staubsaugerroboter vorgefeit dieser Tage. Die Reinigung ging schnell von der Hand. Die Akkuleistung bei voller Saugleistung hat er ungefähr 35 Quadratmeter geschafft. Wenn man die Reinigungsleistung etwas reduziert, was wirklich für Hartböden, also Fliesen oder Holzböden, völlig reicht, die kleinere Leistung, dann kommt man so auf ungefähr 70 Quadratmeter, also tatsächlich fast das Doppelte. Und wenn man dann, also wir haben zum Beispiel im Flur Teppiche liegen, so Schmutzfänger, da erhöht er ja dann automatisch die Leistung, wenn er drauf fährt, dann verringert sich die Gesamtleistung, die er zusammen saugen kann. Bei uns, wir haben dann einfach das so gelöst, dass er immer einfach nur zwei Räume reinigt und ein dritter Raum wird von einem anderen Staubsaugerroboter nochmal abgedeckt. Aber ansonsten, wenn man das nicht möchte und man eh den ganzen Tag auch nicht zu Hause ist, kann man ihn einfach fahren lassen. Wenn der Akku leer ist, fährt er zurück zur Ladestation, lädt auf und fährt dann wieder los, sobald der Akku voll ist, zu der Stelle, wo er zuletzt gesaugt hat.